Okay, erstmal. Die Pokémon, wir sind selber hart nicklich. Du lässt dich nicht damit überkriegen. Hart. Da ist ein Loch, möchtest du hineinlunzen? Senora Ratratze, bitte nicht kämpfen, ich bin eine friedliche Ratte. Mi amigo, guck nicht so gruselig, du bist ein Katz, ich bin ein Maus. Oh, no. Was war das? Oh, Finklauer, nice. Ja, wo man es wahrscheinlich gar nicht brauchen würde. Zerborsten von Feuerzahn, es ist besiegt. Ein spannender Kampf für die blaue Seite. Reichskorn. Kraftwelle. Kraftwelle, ja. Stärke 60, ja. Gegen Armstoß oder? Weil das Ding müsste viermal treffen. Ja. Oder lieber für Sandwirbel. Nee, Armstoß weg. Höhere Wahrscheinlichkeit. Sandwirbel kann auch hilfreich werden. Mhm. Ja. Ganz gute Entscheidung so. Mhm. Stimmt. Wer weiß, vielleicht wird es sich als nützlich erweisen. Mal schauen. So, jetzt die, Nichts in ist Höhle. Du musst noch zwei Pokémon besiegen. Nee, ich hätte jetzt gedacht, erstmal. Ach so, da komme ich nicht hoch. Ja. Da muss ich also dann runter. Ich kenne die Prüfung schon, deshalb halte ich mich ein bisschen zurück. Sprich mal den Stein an. Was zum ist das denn? Aber ich soll die in den Nisthöhlen nur nehmen, ne? Ja. Also, ehrlich gesagt, kann ich hier auch flüchten. Wenn ich will. Ja. Ist noch nicht vorbei, ich kann nicht davon laufen. Ach, warte mal, ist das vielleicht aus dem Loch auf dich zugerannt? Das kann natürlich sein. Mal gucken, wenn wir es besiegen, dann wird's ja angezeigt, ob's. Und gleich den großen Stein einmal ansprechen. Ich möchte wissen, ob das der Moosfelsen in der Region ist. Wo man Evoli zu Fulipurba entwickeln kann. Würde nämlich Sinn machen in der Vegetationshöhle. LOL. Blum. Juhu! Hulk Hogan entwickelt sich. Yeah. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ja! Okay, dann ja. Katsuta. Wow. Wow, geile Animation. Das haben die in den Trailern immer rausgehalten. Glückwunsch, dein Hulk Hogan wurde zu Mizunda. Achso, Mizunda, ja. Ja, und wo wohnt ein Mizunda? In einem Mietshaus. Wow. Damit sind wir ja schon auf der ersten Stufe zu Hulk Hogan. Yo. Okay, mal schauen, was gecallt ist. Dieses Pokémon ist sehr stolz auf seine starken Vorderbeine. Außerdem kann es mit nur einem Schlag eine Eisenstange verbiegen. Hat Hulk Hogan in seiner Karriere nie geschafft. Na, deswegen muss es sich nochmal entwickeln. Ein Pokémon noch besiegen. Ja. Moosfelsen? Nein, kann negativ. Ich nicht an. Aber der wird auch so ikonisch angeleuchtet. Mhm. Ich könnte jede Wette darauf eingehen, dass man hier Fulipurba machen kann. Hm. Wer weiß. Oha! Da ist der fiese Möb. Ja. Ist das hier hinten? Kann ich hier durch? Genau. Geil. Ach schade, ich hätte die Kriecheranimation gern gesehen. Das hätte mich so ein bisschen an Metal Gear Solid erinnert. Das hätte mich so ein bisschen angemacht. Nein! Das meinte ich doch nicht. Möchtest du hineinslunzen? Slunzen. Mit einer Zattacke. Mullen, nullen und knullen. Und jetzt, wenn wir oben sind, kommt es dann unten raus, oder was? Ja, wie gesagt, spiel einfach, ich spoiler dich. Ah, okay. Da kommt es dann hin. Da ist es. Okay. Jojodat. So. Es ist nicht Yoda, Yoda ist grün. Xabwehr! Jawohl! Oh! Das muss ein. Hä, also. Hat alles seine Richtigkeit. Ja, das denke ich mir. Ist jetzt nur die Frage, ob es. Ach nee. Gut, es triggert von alleine was. Oh yeah! Jojojo! Rache für die Abreibung bei den Bärenfeldern! Na, du Balk, erinnerst du dich noch an uns? Ich hab das Abtreibung gelesen. Rache für die Abtreibung. Bei den Bärenfeldern. Nice. Sag nö, provozieren. Echt jetzt? Boah. Und wenn wir uns so hinstellen wie neulich? Und erinnert sich dein Dickschädel dann an uns? Aber das ist doch jetzt völlig nutzpipigal, Mann.
Wir haben uns hier in die Hütte geschlichen, um dem nervigen Ball gehörig den auf den Strich zu gehen, ja? Die Prüfung zu machen. Alles klar, Bro? Ja klar, wie Kloßbrühe. Dann mal los, wir klauen uns jetzt alle Pokémon. Yeah. Chalk and Raw, Chalk and Raw. Team Scott. Damn. Chicka say what? Yo, man. Bei dem Thema vom Bus ist auch cool. Fängt die Musik an mit Who's that? Team Skull. Also ich liebe die Vocals in den Liedern, das ist top. Das sind auch richtig geile Tracks, die zu denen passen. Ja. Mein Lieblingsverbrecherteam, Lieblingsmusik in den Spielen. Wir haben aber einen langen Rücken jetzt. Mhm. Mega Buff Hogan. Das kommt noch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und dann können wir endlich die neue Attacke, oh Gott, neue Attacke Dark Lariat benutzen. Oder oha. Dark Lariat, wie auch immer man das ausspricht. Mhm. Was hat denn ein Loser wie ich überhaupt bei Team Skull verloren? Ich glaube, du bist schon ganz richtig, wo du bist. Nein. Normalerweise die richtigen Loser gehen. Was geht denn jetzt ab? Check's nicht, da brummt mir der Schädel. Ist das Bulk zu stark oder sind wir zu schwach? Fisherman's Friend. Ja. Ist Bulk zu stark, bist du zu schwach? Das hätte doch ganz anders laufen sollen. Aber ja, diesmal echt viel zu stark, Mann. Vergessen wir mal kurz das doofe Bulk, Homie. Ey, diese ganze Prüfungsstätte ist unheimlich. Da sagst du was, Bro. Normale Pokémon lässt sich hier gar nicht erst blicken. Muss an einem krassen Bulk liegen. Stimmt so. Was denn jetzt noch, ey? Aber jetzt mal im Ernst, weiter hinten Haus ist so ein krasses Pokémon. Geht dir das in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker, du Mother. Niemand Acker. Macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde, kapiert? Wir blockieren die Nisthöhlen und wenn die Radfratz ihre Schädel rausstrecken, schnappen wir so uns. Checkst das? Aber nur die Schädel. Er stürzt. Er geschnallt. Klingt nach einem Plan. Auf geht's. Ey, die haben doch voll gar keinen Plan. Okay, und jetzt. Was? Rechts. Achso. Klar. Ah! Jetzt verstehe ich auch die ganze Sache. Ja. Wenn nämlich das Radfratz dort nicht rauskommt, dann kommt es da raus. Reinsehen, ja. Ra! 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 LOL! LOL! Ra! Ra! Radikal! Ra! Ra! Radikal! Nice. Want your Alola form? Okay, aber dass da ein Radikal drin ist, das hatte ich nicht mehr im Hinterkopf. Ja, das ist echt, das ist ganz schön radikal. Wenn ihr die Position der Nisthöhle anguckst, ist es rechtsradikal. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eins fange und es rechts nenne. Ah, willkommen beim politisch korrektesten Let's Play auf ganz alles, YouTube. Ja. Du hast alle Pokémon besiegt. Yay! Das und heißt, jetzt auf, müssen wir uns heilen irgendwie? Na, vielleicht passiert das sogar hier. Ich bin Prüfungshelfer und unterstütze Mädchen und Jungen bei ihrer Inselwanderschaft. Absolut fantastisch, du hast alle drei Pokémon bezwungen. Bitte begib dich nun ins Innerste der Höhle. Na, das schaffen wir auch so. Ja? Na klar, es ist nur ein Herrscher-Pokémon. Das Innere der Vegetationshöhle. Holen wir uns den Skristall. Den Skristall? Ja, ist auch gerade auf RTL gewesen mit seinem Bühnenprogramm. Wer? Skristall. Skristall. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Skristall aus dem Sockel nehmen? Ja, ich möchte. Und gleich kommt ein riesengroßer Felsen hinter uns her. Na dran. Ja gut, fast. Ey, das ist eine TM. Ich hab sie ja gesehen. Ja, aber es ist geblockt durch Pokeride. Mm.
Radikal. Radikal. La, 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 la. Das erste Totem-Pokémon. Ah. Radikal-Herrscher greift an. Oh. Radikal füllt sich in eine besondere Aura und steigert so seine Verteidigung. Das passt gerade so irgendwie zu dem Pokémon. Wenn man von rechts radikal ausgeht. Das ist schön. Kannst du ruhig weiter so vorlesen. Jawohl. Mein Let's Player. Ach Mensch. Oh, es wehrt die Attacke ab. Was? Lol. Krass. Horrorblick. Grimasse. Grimasse. Oh fuck, jetzt brauch ich. Radikal ruft mit Streiter an die Front. Aber niemand kam. Oh. Doch, ein Radfratz erscheint. Ein sehr, sehr arsches Radfratz. Oh Gott, nein. Auf wen habe ich jetzt die Attacke gesetzt? Radfratz. Oh fuck. Fuck, Fratz. Und warum Wartezeit? Also, keine Ahnung. Radikal herrscht, da setzt der roter Schlag ein. Das Spiel, das scheint da ein bisschen überfordert zu sein, vielleicht. Bam, das hat voll reingehauen. Yay. Hulk Hogan, bla bla bla. Epitala, bla bla bla. Wingull, Wingull, bla bla bla. Hulk Hogan wartet auf deine Anweisungen. So. Radikal setzt besser ein. Oh nein, Hulk Hogan ist zurückgeschreckt. Austauschen und einschläfern. Warte mal. Ja, vielleicht gleich. Also ich probier erstmal eine Attacke zu machen und wenn es dann nicht. Es wehrt die Attacke ab, wie kann es das denn? Wüsste ich gern mal. So, Patrick. So. Oder was wir auch versuchen könnten gleich, auf Reiskorn gehen mit Armstoß. Ah. Unlicht normal, Doppelschwäche. Wenn es schläft. Ne? Wenn es denn schläft. Sollte es. Also okay, noch einen würden wir überleben tatsächlich. Es setzt bis. Aber es hat geklappt. Oh, okay. Ah, so, Oh, Bullshit! Supertrank. Ja. Dachte ich mir nämlich auch gerade. Bullshit, Alter. Das ist richtiger Bullshit. So ein Mist aber auch. So. Noch ein Versuch. Aber ey, das ist. Jetzt haben wir. Jetzt ist wieder. Vor allem, es kann ja auch wieder passieren, dass es irgendwas abwehrt. Das wäre ja gemein. Ah. Komm schon, Flagman. Genau, yes. Oh, ja, jetzt besiegen lassen. Ja. Und am besten während der Besiegphase da noch irgendwas von unserem Hulk Hogan. Trotzdem. Ja, mal. Genau, Hulk Hogan. Hulk Hogan. So, und dann meinst du also. Anstoßen. Ja, auf jeden und Fall. Tschüss. Step-Bonus plus Doppelschwäche. Ja. Das achtfacher Schaden. Das ist echt krass. So, auf. Kraftwelle. Es schläft tief und fest. Jetzt kann es ja wohl nicht abwehren. Jawohl. Na. Ratzfatz ging das. Wir sind so geil. Aber es ist noch ein. Ein Schlag übrig. Naja, ein Rutenschlag. Ja, ein Rutenschlag. Bam. Easy Game, Junge. Yo. Bin stolz auf uns. Reiskorn erhält Erfahrungspunkte. Schön, schön. Und erreicht Level 14. Nach der Sequenz mal zwischenspeichern die Aufnahme. Wow. Ja, sollten wir wohl mal. Langsam. Der Rest der Pokémon, Türkan, erreicht Level 13 und versucht Superschall zu lernen. Ja, irgendwas sicherlich können wir. Ja, weg mit Widerhall. Widerhall bringt's nur, wenn's mehrere tun. Okay. Nur wenn's mehrere tun. Beduft es. Oh. Da freut sich das Makuhita. Aber 6 Radikal, erster Herrscher.